So, da sind wir dann also in einer verbotenen Zone. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Genau. Ja, in der letzten Folge haben wir uns dazu entschieden, in ein verbotenes Land zu gehen. Mit unseren neuen Freunden, Kriegsherrin Zona und ihren Gefolgsmännern, Leuten. Bitte, 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 was? Das sind Autos und Ampeln. Okay, dazu kommen wir gleich. Sind jetzt auf der Suche nach diesen Mördern in dieser verbotenen Zone. Das hier war mal früher eine Straße. Das war mal eine alte, das ist eine alte Stadt. Das ist eine Stadt aus unserer Zeit, Leute. Also aus der jetzigen Zeit. Wow. Eine Straßenlaterne. Oh. Die sind einfach Autos. Was? Hä, wie genial ist das denn? Warum ist denn das eine verbotene Zone? Zerstöre den. Hierher, sie kommt. Jo, Signal, los, wir sind am Arsch. Wir müssen uns wehren, verdammt. What? Ich dachte, Dark Souls ist brutal. Bumm. Bringen wir das zu Ende. You will not fight with them. Du bist erledigt. Einfach Double Kill. Ich sehe nichts. Ah ne, du bist gut, gell? Was für ein Sieg. Ah, weiß nicht, ob das ein Sieg war. Oh! Oh, ich bin auf eine Taste gekommen. Perfekt. Ja, diese anderen Tränke habe ich nie benutzt. Ich weiß auch nicht warum. Fürs Erste. Also ich gucke jetzt punktuell bei manchen mal rein. Die meisten von dem halt haben halt Heiltränke. Und ganz ehrlich, was will ich damit? Ich habe voll Heiltrank. Mein Inventar ist schon wie. Ist das schon wieder voll? Brauchen. Herstellen. Ja. Machen wir einen Rohstoffbeutel. Das trage ich gerade. Ja, da gibt es bestimmt was Cooles. Nahkampfschutz? Ja, nehme ich. Was haben wir hier drin? Stopp. Was haben wir drin? 5% Feuerschutz. Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen mehr unsichtbar. Okay. War gut, hier reinzugucken. Wir können jetzt mehr Rohstoffe tragen. Perfekt. Wenn ich ganz kurz gucken dürfte, wie viel... Einiges! Freut mich. Oh, das macht das Game so viel einfacher. Das zählt aber nicht für Heiltränke, gell? Ist hier noch irgendwo... Oh, ja, da ist sogar... Ich glaube, grün steht wirklich, dass er was Seltenes hat. Ja, komm. Waren das alle? Achso, den Lageralarm sollten wir zerstören, gell? Bin ich dafür hier? Okay, ich glaube, das ist schon... Oh, hier haben wir was vergessen. Oh, und das nicht gerade wenig. Lauf doch nach vorne. Wüstenglas, ich weiß nicht, was die bringen.
Aber ich sag's euch, irgendwann gehen wir zum Händler. Oh, das waren gerade richtig, richtig viele Dings. Und dann sind wir irgendwann reich damit. Ich sag's euch. Wie viel haben wir denn von diesen Wüstengläsern? Ja, so ein paar, 18. Ey, wir haben so viele Stöcke. Warum gibt es so viele Stöcke im Game? Nichts, weil das hier... Widerstandstränke. Nein! Das war das Falsche. Aber nun gut. Achso, ich hätte das wieder aufhören, ja, aber dann hätte ich alles durchsuchen müssen. Keine Lust. Dann sammle ich lieber das Zeug unterwegs. Einfach eine echte... Das sind Schilder. Was steht da drauf? Kann man das lesen? Das ist ein Stoppschild gewesen, Leute. Das ist ein Mülleimer. Wir kommen einfach jetzt in die echte Zeit so. Also halt, oh mein Gott. Hype. Hype, Hype Level 500. Kleine Zierpflanze, du wirst mir sicher helfen. Okay, hier geht's weiter. Hier ist wieder irgendwas. Warte mal, ich muss mal ganz kurz so. Sitze ich so gut bestimmt? Ohne, dass mir das Ding hinten rausrutscht. Ein bisschen runter, damit das Ganze passt. So, Stöcke haben wir genug. Warum ich die immer noch mitnehme? Ich weiß es nicht. Wir schleichen uns so ganz secret von hinten an. Willst du mich gesehen haben? Gib uns Kraft. Und jetzt rein da und kämpfen. Toll. Down. Down. Okay. Perfekt, down. Ah, ins Wasser will ich nicht. No, 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 no. Wasser ist ganz schlecht hier. Oh, da hinten geht die Party ab. Ich komme, Leute. Ich muss noch ganz kurz hier gucken, was in der Kiste drin liegt. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, tot. In der Luft drehen bringt ja auch nichts mehr. Waren das alle? Bring dir Sende. Tschüss. Das waren nicht alle. Das waren alle. Ja. Ich würde sagen, das war sehr gut. Also, im Vergleich zum Anfang des Spiels haben sich meine Leistungen verbessert, bestimmt. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ja, einfach durchsuchen. Ne? Knapp daneben ist auch vorbei. Da ist noch einer? Ach, da hinten. Was denn für einer? Schnell runter! Das. Jetzt sag nicht, dass das ein Wächter. Also das ist ein ganz normaler Wächter. Leute, was ist denn los bei euch? Mit sowas halten wir uns nicht auf. Das sind easy Gegner, Leute. Wir müssen weiterziehen, Mensch. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Wenn ich reinroll? Wenn ich reinroll. Ey, diese Welt, die wir hier entdecken. Ist das der Big Ben? Jetzt sag nicht, wir sind hier England. Ist das Spiel von englischen Makern gemaked worden? Ey, das ist der Wahnsinn. Ich bin gerade so hype. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen.
Oh, das war unserer. Es tut mir leid. Ich will auch gar nicht meine Pfeile an dich verschwenden. Ich glaube, nee, von dem brauche ich ja nichts. Ach nee, wir sind fertig. Stimmt! Lief es gut. Wir sind fertig. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden, unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine Nein, vor. Nein, nicht alleine. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Na dann, würde ich sagen... looten wir erstmal hier unten einen Heiltrank. Also halt Heilzeugs. Das ist eine Feuerbrennwurzel, gell? Das auch. Das sind Feuerbrennwurzeln. Ja, okay. Ja, ich muss mich da erstmal so ein bisschen... Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust... Das war eine Autobahn. Ja doch. Aber woher weißt du, dass ihr habt links und rechts diese Abtrenndinger. Leitplanken. Du wirst es gleich sehen. Mein Gott! Ey, ich sag's euch, das ist der Wahnsinn. Dieses Game überrascht mich damit, dass es Autobahnen hat. Forza überrascht mich mit der Grafik und das überrascht mich, dass es überhaupt eine Autobahn hat. Achso. Das war gerade richtig weit weg, der Sound. Das war so... Und hoch, und hoch. Also es klang so richtig, richtig weit weg. Seltsam. Naja, reden wir nicht drüber. Freuen wir uns. Sagen wir sneaken uns hier oben lang. Also mit sneaken meine ich... Ich hab da oben was gehört. Was? Jo, was ist da los? Das war's. Als ob du mich noch getroffen hättest. Wüstenglas. Stirb, Abtrünniger. Wal, oh mein Gott, Wal ist eine Maschine. Wir kriegen so viele Kisten. Könnte eigentlich auch mal was Gutes drin sein. Was die machen. Ich weiß noch nicht so ganz, außer dass sie einen Rabatt geben. Der scheint mir sehr unnötig. Vielleicht ist... wie heißt der Typ? Hades? Vielleicht ist das so eine Art... Weiß auch nicht. Was ist das da oben? Da oben ist nix. Was ist denn los jetzt auf einmal mit dem Game? Hä, hey, als ob der mich nicht gesehen hat. Das war ein leiser Schlag. For real? Eine sehr schöne Überbelichtung. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Nein. Konzentrier dich, Wahl. Dort ist lauter Lunge drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen.
Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Warum muss eigentlich ich immer alles machen? Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ja, hat schon mal gut geklappt. Ist da oben was? Nein. Okay. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Ich glaube, ich wurde gesehen. Ich muss die Lohe entzünden, und zwar schnell. Meinst du, langsam wäre besser? Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Wir standen so ziemlich da drin, aber nun gut. Oh. Nein! Okay, perfekt. Heilen! 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 Er denkt, er wäre sicher. Und dann sieht er mich vor sich. Boots! Stufe 18, schön. Aus dem Weg. Nee. Was ist da ein Baum im Gesicht? Ich glaube, Blut ist hier erst später angesagt. Hier ist jetzt erstmal angesagt, strategisches Wegrennen. Followed der nur mir. Ich fände mal nach ein paar Jahren Speicherpunkt wieder sehr schön. Uiuiuiui. Der Schatten ist unser Schutz. Ey, beruhigt euch doch mal. Das Game ist ab 12. Was nehme ich? Okay, wenn ich Glück habe, ist er gleich down. Jo. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Wir gewinnen. Woohoo! Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen.
Ah ja. Ich habe jetzt erstmal 10 Stunden Zeit zum Looten. Und du musst mir genau zuhören. Ja. Gleich südlich des Metallrings ist ein Lagerfeuer. Geh dorthin und warte. Wird auch Zeit, dass du auftauchst. Ich loote die in den Müll jetzt alle. Also Leute, es tut mir wirklich leid. Aber ihr seht, wie viele das sind. Und ich werde jetzt nicht meine Zeit damit verbringen, die alle zu looten. Da, wo was Spannendes dabei sein könnte, gucke ich ab und zu rein. Zum Beispiel bei dem Großen. Perfekt. Aber sonst, hier ist noch blau. Blau ist auch selten, glaube ich. Ja, aber sonst, vergesst es, da gehe ich weiter hier. Da habe ich nicht jetzt wirklich die Lust zu, es tut mir leid. Oh, was ist das denn? Ey, die Story wird immer verworrener. Also halt, es ist ja nicht mal die Story, die so verworren ist. Es ist nicht die Story. Es ist nicht die Story. Das gesamte Game ist einfach so, ich habe einfach ein ganzes Team jetzt hinter mir. Die Ruinen von Zero Dawn liegen unter Sonnenfall, Hauptstadt der Schattenkaja. Aber die Stadt ist voll von Eclipse-Agenten. Wenn sie mich sehen, sieht auch Hades mich. Durch ihre Fokusse. Und dann ist im Nu eine ganze Armee da, um mich zu töten. Kann ich das Eclipse-Fokus-Netzwerk also crashen oder nicht? Ja, es ist möglich. Das sagtest ja. Du. Wie? Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Ich melde mich, wenn du dort in der Nähe bist. Halt! Oh, schon wieder? Oh. Und dafür bin ich jetzt zu diesem Lagerfeuer gekommen? 5000 Schritte. Oh, come on. Oh, come on. Was ist das? Ey, das ist doch nicht wahr. No way. Warum tut ihr mir das an? Ich werde diesen ganzen Weg laufen, ohne aufzunehmen. Wenn irgendwas Spannendes passiert, berichte ich euch davon. Ich werde das nicht aufnehmen. Ach Gott, ich fange schon mal an mit Laufen. Wobei, nein, ich fange nicht an mit Laufen. Ich guck, wo das nächste Lagerfeuer ist. Halt direkt einfach geradeaus. Oder? Sehe ich schon richtig? Ja, so ziemlich. Dann laufe ich noch bis zu dem Lagerfeuer hin. Nehmen wir noch ein bisschen Loot mit. Ah. Und dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich mach das jetzt mal einfach mal schon. Ich fange schon mal hier an, abzumoderieren. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann zeigt das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute!